Und haben wir jetzt alles im Mixer drin? Alles im Mixer, alle Zutaten drin. Können wir anfangen zu mixen. Bin ich gespannt. Hey, herzlich willkommen zu Alexa Coached. Wir machen eine Challenge. Wir kochen mit maximal 7 Zutaten. Das Ganze darf maximal 15 Euro kosten und soll in maximal 30 Minuten auf dem Tisch sein. Heute kochen wir Linguine mit Tomaten-Haselnuss-Pesto. Und das sind unsere Zutaten. Und dazu kommen noch ein paar Basics, die ihr aber alle im Haus habt, nämlich Öl, Salz, Knoblauch und Zucker. Und bei mir ist heute die Valeska. Ganz herzlich willkommen. Danke. Du hast ja den Instagram-Kanal Mother of Six Dragons, wobei es inzwischen 7 kleine Drachen sind. Ja, total verrückt. 7 Kinder. Sind es Drachen? Nein, überhaupt nicht. Der Name ist aus einer totalen Spinnerei entstanden. Ist aber sehr niedlich. Und du warst ja schon mal bei mir. Ja, zum Thema Lebensmittelverschwendung. Genau, da haben wir uns um Nachhaltigkeit gekümmert. Und wenn ihr das Video auch sehen möchtet, dann guckt mal hier auf dem Kaufland-Kanal. Da steht es auch online. Heute machen wir aber Pesto zusammen. Ist Pesto etwas, was in der Familie mit 7 Kindern gehen würde? Ja, Pesto mit Pasta schmeckt eigentlich jedem. Das Gute an Pesto ist ja, im Grunde muss man ja gar nicht kochen können, ne? Eigentlich braucht man nur einen guten Mixer. Ich tue jetzt hier schon mal die Tomaten rein. Wer keine Tomaten mag, kann auch Brokkoli nehmen. Wer keine Haselnüsse mag oder allergisch ist, kann auch Mandeln nehmen. Ne? So, alles hier rein, Käse dazu. Das also wirklich kann, alles? Ja, ja. Ein kannst auch mit den Stielen da rein. Bei dem Basilikum würde ich die Blätter ein bisschen ab. Wie ist das bei euch in der Familie? Wer kocht für so viele? Machst das immer du? Also größtenteils mache ich das, aber mein Mann kocht auch zwischendurch ganz gerne. Und man muss immer so ein bisschen darauf achten, dass das natürlich auch für jedes Alter ist. Ja. Also jetzt zum Beispiel hier die Chilischote, die wäre fürs Baby vielleicht ein bisschen... Ein bisschen zu doll, ne? Ja. Genau. Du hast ja auch noch die Herausforderung, du hast von Baby bis fast erwachsen. Der ist erwachsen. Ist erwachsen. 19. 19 ist erwachsen. Ne? Ja. Das ist schon krass. Also da sind ja auch, hast ja so viele Themen in deinem Leben. Ja, das macht es aber auch echt spannend. Bei Zucker bin ich ja immer vorsichtig. Ich auch. Die Erfahrung zeigt aber, wenn du Tomaten drin hast, ist so ein bisschen Zucker, hebt den Geschmack. Aber wirklich nur ganz, ganz bisschen. Also wir benutzen das nicht, um es süß zu machen, sondern wir benutzen es als Geschmacksverstärker im Grunde genommen. Ähnlich wie Salz. Ich nehme immer diesen Rohrzucker. Der ist nicht wirklich gesünder, aber er ist ein bisschen weniger verarbeitet. Ne? Also nur so ein ganz bisschen dazu. So, hatten wir schon Salz? Nee. Nee, haben wir noch nicht. Wenn ihr Olivenöl verwendet für Pesto, dann achtet darauf, dass ihr wirklich ein natives, ein kaltgepresstes Öl kauft. Denn das enthält doch sehr viel mehr Vitamine und auch die gesunden sekundären Pflanzenstoffe im Verhältnis mehr als bei raffiniertem Öl. Und haben wir jetzt alles im Mixer drin? Alles im Mixer, alle Zutaten drin. Können wir anfangen zu mixen. Bin ich gespannt aufs Haselnusspesto. Jawohl. Jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen. Die Nudeln sind ja auch schon fast fertig. Und ganz wichtig, wenn ihr Pesto, so wie wir jetzt, mit den ganzen Zutaten macht, dann muss der Mixer ein bisschen Leistung zeigen. Also der sollte mehr als 1000 Watt oder mehr als 25.000 Umdrehungen haben. Wenn er weniger hat, schneidet die Zutaten ein bisschen kleiner. Boah, das riecht schon so lecker. Ja, Wahnsinn, ne? So ein paar Tomaten und Knoblauch, das riecht man natürlich auch. Das Gute an Pesto ist ja, man kann immer größere Mengen machen, weil das hält sich ja eine Weile im Kühlschrank. Magst du das Gläschen? Ich glaube, bei uns wird das ja wahrscheinlich ziemlich schnell weg sein in der Menge. Was ist denn, was mögen eure Kinder denn sonst noch so gerne? Also zu den Nudeln würden die, die jetzt zum Beispiel kein Pesto mögen, einfach Olivenöl und Parmesan essen. Ja. Und ansonsten alles rund um Kartoffeln mit Kräuterquark oder so. Also die sind wirklich entspannte Esser. So kann man es im Kühlschrank tun. Du müsstest ein bisschen Öl oben drauf machen, weil ganz wichtig, diese Zutaten gären und würden sonst schimmeln. Genau. Und wenn wir Öl oben drauf machen, dann ist es quasi wie so ein Luftabschluss. So könnt ihr es in den Kühlschrank stellen. Und wie lange hält das dann? Ja, so 2-3 Wochen kannst du das jetzt so aufbewahren. Aber wenn man was rausnimmt, immer wieder Öl drauf tun. Und den Rest, den machen wir uns jetzt direkt auf die Nudeln. Sehr gerne. Und Valeska, was sagst du? Super lecker. Oder? Und ging doch jetzt echt schnell. Ja, in nicht mal 20 Minuten. Genau, nicht mal 20 Minuten. Das heißt, wir haben unsere Challenge ja wohl sowas von bestanden. Valeska und ich haben heute ein Tomaten-Haselnuss-Pesto gekocht. Schnell, einfach und günstig. Und genau das Richtige für so eine große Familie, wie du sie hast. Wir werden satt. Danke, dass du da warst. War schön mit dir. Danke für die Einladung. Und wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare.